Bellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Bellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Bellner live. Das Interview des Tages. Ja, nach dem Herrn Bundespräsidenten haben wir jetzt die heimliche Queen of Vienna, die heimliche Queen of Austria bei uns zu Gast, Elisabeth Gürtler. Ich glaube, das ist die halbwegs ordentliche Umgebung, wenn Sie in derselben Sendung wie der Herr Bundespräsident auftreten. Fast zu viel der Ehre, würde ich sagen. In meiner Hochachtung regieren Sie ja sozusagen als First Lady. Also es ist zu viel Hochachtung, ja, jetzt wäre ich gleich aber rot. Sie haben es verdient, okay. Denn Sie haben über viele, viele Jahre der Sache geführt. Und zwar so, dass man sich nur verneigen kann, mit Abstand das beste Hotel im Land. Sie haben die Lipizzaner wieder hochgebracht. Ich meine, das war ja ein Sanierungsfall, um uns ehrlich zu sein. Und Sie haben das eigentlich wieder zu einem florierenden Unternehmen gebracht. Florierend ist zu viel. Aber zu einem halbwegs gut funktionierenden, weniger defizitären und zumindest von der Marke hoch angesehenen Unternehmen. Und Sie sind jetzt in Ihrer Jugend, ich weiß nicht, 55, 56 so in etwa, nicht im leisesten bereit, in die Pension zu gehen, sondern Sie schieben nach wie vor 18-Stunden-Tage. Aber über all das wollen wir jetzt reden, liebe Elisabeth Gürtler. Danke fürs Kommen, dass Sie zum ersten Mal da sind. Der Grund ist, Sie haben heute eine Pressekonferenz gegeben für die Lipizzaner, Hengstberg, ne? Ja. Dass diese Lipizzaner-Gala stattfinden wird. Ja. Und dass die Lipizzaner in Hengstberg in Niederösterreich, Heldenberg heißt es, wo der Radetzky begraben liegt. Heldenberg. Vom Heldenplatz zum Heldenberg. So genau, das ist unser Spruch. Das ist das Logo. Genau. Ne? Genau. Heldenberg, die ein zweites Quartier gefunden haben, eine zweite Heimat, die Sie irgendwie möglich gemacht haben, mit zuerst dem Herrn Landeshauptmann, dann der Frau Landeshauptfrau. Genau. Und das mit allem Stolz präsentiert, denn es geht den Lipizzanern wieder halbwegs gut. Es geht den Lipizzanern, also den Lipizzanern geht es eigentlich sehr gut, denn wir bemühen uns, ihnen wirklich ein schönes Leben zu bereiten. Sie bekommen auch das, was man vielleicht mit schiefen Augen anschaut, von der Granderwasser oder wir haben gewisse Duftstoffe, von denen wir glauben, dass sie auch beeinflussen können, dass sie glücklicher sind, ruhiger werden, all diese Sachen, Magnettherapie und solche Sachen. Aber finanziell geht es uns, würde ich mal sagen, wir haben ein geringeres Defizit, aber wir sind nicht ohne Defizit. Sie haben das mit wie viel Defizit übernommen? Weil ich kann mich noch erinnern. So minus 6 und minus 8 Millionen. Ja. Und jetzt sind wir halt so bei minus 500.000, minus 600.000. Aber das muss ja auch abgedeckt werden irgendwie. Ja. Da müssen Sie dann immer noch sammeln, damit es irgendwie weitergeht. Ja, ein bisschen schnorren gehen. Und wann haben Sie das übernommen, vor wie vielen Jahren? 2007. Ich wollte gerade sagen, muss in etwa 10 Jahre her sein, ist es auch. Sie sind ja in der zweiten Periode, wenn man so sagen kann. Bin schon in der dritten. Dritte Periode sogar schon, weil es wieder verlängert wurde 2017, glaube ich. Ne? Und man muss dazu wissen, Sie sind ja eine Pferdeliebhaberin der Sonderklasse, weil Sie selber Dressurreiterin waren, das wissen ja die wenigsten. Also ich bin erstmal eine Tierliebhaberin, eine ganz große. Hunde und Pferde sind mein Leben und daher habe ich halt diese Pferde schon von klein auf geliebt. Dann habe ich ein bisschen eine Pause gehabt mit dem Sacher, weil ich mir gedacht habe, das geht sich nicht aus. Und immer als dann der Ruf gekommen ist, ob ich das machen will, habe ich mir schwer getan, Nein zu sagen. Man muss dazu sagen, Sie waren ja mal Dressur-Vize-Staatsmeisterin. Ja, ich bin viele Jahre Zweite oder Dritte gewesen. Die erste war immer die Sissi, Max Taurer. Ja, die ja dann Olympia sogar gewonnen, gab es sogar Goldmedaille. Aber es war eine schöne Zeit und man hat einfach, das ist ein Sport der Frauen, fast nur Frauen sind dort, weil die alle so eine Romantik zu den Pferden aufbauen und man hat so das Gefühl, man arbeitet mit einem Partner, der ernst zu nehmen ist, der einen versteht. Das Pferd. Ja. Danke für diese Spitze. Ja, man könnte sagen, Sie sind dann von einem Feld, wo die Frauen dominierend sind, in ein Feld gegangen, wo normalerweise die Männer dominierend sind, nämlich ins Hotelgewerbe. Da fliegen ja eigentlich die Fetzen. Und da als Frau sich so durchzusetzen, wie Sie das mit Sacher gemacht haben, das erfordert ja wohl sehr viel Kraft, oder? Also ich würde mal sagen, im Tourismus sind auch die Frauen die eigentlich die Betriebe schupfen. Nach außen sind es die Männer, die sie verkaufen. In der österreichischen Ferienhotellerie sind es eigentlich die Frauen, die das ganze Werkel am Laufen lassen.
In der Kettenhotellerie sind es hauptsächlich die Männer, aber das sind in der Kettenhotellerie mehr Karrierejumper. Genau. Die sind 3 Jahre in dem Betrieb und dann hüpfen sie in den nächsten. So ist es, genau. Also daher würde ich mal sagen, in der Ferienhotellerie sind es nach wie vor die Frauen. Da waren Sie die Aushängefrau schlechthin, haben das Sacher wie viele Jahre geführt? 25. Haben angeblich nie eine Sachertorte gegessen, stimmt das? Oh ja, ich habe gerade jetzt eine gegessen. Aha, weil irgendjemand hat man gesagt, sie haben nie eine Sachertorte. Ich esse den Teig nur. Aha. Nicht die ganze Torte, den Teig. Verstehe, Sie kosten also nur ein bisschen sozusagen. Ja. Und haben dann das Hotel Sacher der Tochter übergeben und dem Schwiegersohn. Dem Schwiegersohn. Und die und beiden führen das jetzt. Und meinem Sohn. Und Ihr Sohn. Ja. Und die führen das jetzt seit 3, 4 Jahren, seit 2015. Ja? Ja. Bestens. Die machen das hervorragend. Und das umgebaut und jetzt? Wie man die bauen weiter um. Mhm. Und man muss ja schon eines sagen, es hat alles im Leben seine Zeit. Das ist ein wichtiger Spruch. Und man muss immer wissen, wo man steht. Und ich würde es mal sagen, dass diese Digitalisierung, die jetzt eigentlich uns so voll in den Griffen hat, dass die für jemanden, der nicht mit dem aufgewachsen ist, ein Problem ist. Ich versuche mich redlich damit zu identifizieren und das zu verstehen, aber es ist mal kein Bedürfnis. Ja? Es ist eine harte Arbeit. Und die, die damit jetzt aufwachsen, die leben das. Und ich glaube, dass nur die Betriebe erfolgreich sein werden, die das sehr intensiv und mit vollem Verständnis angehen und nicht so, ich muss mir die Leistungen zukaufen. Und daher war 2015 der absolut richtige Zeitpunkt. Und jetzt haben einige gedacht, sie werden dann vielleicht in Pension gehen mit ihren 55 Jahren oder sich nur mehr um die Lipizzaner kümmern. Stattdessen haben sie eine neue Karriere gestartet, ein neues Hotel, also das ihres Vaters, glaube ich, ist das, oder? Sonst, es war so ein, ja? Mein Vater war eigentlich ein Getreidekaufmann. In Seefeld? In Seefeld, und er hatte Astoria? Ein Hotel, das eigentlich immer von einem Direktor geführt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also ich habe das geerbt. Entweder lasse ich es halt so nebenbei laufen, aber dann wird alles, was man so nebenbei macht, wird kein Hit und es wird eher irgendwann einmal zum Problem. Und da habe ich gedacht, na wunderbar, jetzt lebe ich das, was ich eigentlich von meiner Familie habe, unter anderem, und versuche das wirklich so zu gestalten, wie man sich heute auch in meinem Alter ein Hotel vorstellt, in dem man sich entspannt, runterkommt, sich wohlfühlt, einfach die vor dem Kaminfeuer sitzt und relaxt. Und das ist das Astoria in Seefeld. Das hoffe ich, dass das so empfunden wird. Und das führen Sie jetzt, ich habe schon gehört, es soll ein Schmuckkästchen sein, weil mittlerweile sind ja alle Umbauarbeiten abgeschlossen. Das Ding ist mehr oder weniger Full Speed. Es ist fast fertig. Muss noch ein bisschen was machen, 6 Zimmer. Ja, aber es läuft schon. Und das Restaurant muss ich noch neu machen. Aber das Spa ist perfekt und der Rest ist auch perfekt. Sie sind zufrieden. Und das heißt, Sie haben nach wie vor 18-Stunden-Tage. 18 nicht, aber 16 sicher. 16 sicher. Mit 55 Jahren, also beachtlich. 55, ja. Jetzt muss man dazu sagen, Sie haben für die Karriere ja sehr viel geopfert, nehme ich an. Man gibt viel auf, ja. Aber Sie haben letztendlich dann doch die große Liebe Ihres Lebens gefunden, den Helmut Lohner. Ja, aber den habe ich nicht im Beruf. Nicht, das ja, war, natürlich, ja, aber letztendlich, immer wenn man glaubt, es geht nicht mehr, kommt ein Lichtlein, in diesem Fall in ganz der Person des Herrn Lohner daher. Ja. Und schon war es soweit. Das war vor gut 15 Jahren, würde ich mal schätzen. Oh, oder? Gott, das war viel länger. Ich habe mit ihm 25 Jahre gelebt. Verstehe. Gut, und das war ja für Sie dann eigentlich die große Liebe des Lebens, oder? Ja, vor allem eine ganz andere Welt. Also es sind so zwei Welten zusammengestoßen. Er hat sich in meinen Beruf nicht eingemischt, ich habe mich in seinen nicht eingemischt. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit zusammen gehabt. Aber wenn wir uns gehabt haben, war es gut. Sie sind selten vor 21 Uhr nach Hause gekommen, weil ich weiß, dass wir wohnen nebeneinander. Aber er auch. Ja, noch später, wenn er am Theater war. Ja. Frau Güttler, und dann kam ja die Katastrophe Ihres Lebens, nicht? Vor 3 Jahren. Katastrophe, wissen Sie, es ist so. Es ist jetzt fast genau 3 Jahre her, muss man sagen. Katastrophe, es ist nicht Katastrophe. Man liebt jemanden, der wird krank. Und dann auch hat man und schwankt, wird das besser, wird man das schaffen. Man ist zuerst positiv, es gibt so Auf und Abs. Und wenn man dann sieht, dass es sehr negativ ist und dass es eigentlich so wenig Chancen gibt, dann hofft man, dass das Ende so ist, dass derjenige es erträgt. Und da gibt es einmal die psychische Komponente. Ich glaube, sich mit einem Thema, das man geht, zu befassen, das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, man darf aber niemandem die Hoffnung nehmen. Und so zu leben, dass da die Hoffnung bleibt,
Das ist gar nicht so einfach. Das heißt, Sie haben gewusst, da kommt jetzt das Ende? Ja, natürlich. Und sind trotzdem ganz stark gewesen? Das muss man sein, das muss, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt? Jetzt arbeite ich, und das ist auch gut so. Und das ist... Schauen Sie, was soll man machen? Genug? Aber in einem bestimmten Alter, was... Ja. Ja, ich bin jetzt eben alleine. Es ist ja auch so, dass wenn man Kinder hat, ab einem bestimmten Alter sind die Kinder auch weg, dann lebt man halt allein mit dem Hund. Mhm. Und jetzt habe ich meinen Hund, der lebt mit mir, der freut sich, egal wann ich komme. Ich habe eine wahnsinnig treue, liebe Haushälterin, meine Vera, die 39 Jahre bei mir ist, die auch bei mir wohnt, die eigentlich meine nächste Bezugsperson jetzt ist. Und so werke ich halt möglichst viel, damit ich dann wirklich, wenn ich ins Bett gehe, einschlafe. Man muss ja dazu sagen, bei Ihnen, die Kinder wohnen gleich nebenan. Und das wirklich das Schicksalhafte ist ja auch, das Grab des Helmut Lohner ist ja auch direkt nebenan, wenn ich richtig informiert bin. Sie können aus der Gartentür rausgehen so und stehen davor, mehr oder weniger. Ja. Ist unglaublich. Machen Sie das gelegentlich? Das geht nur, wissen Sie was, das geht nur tagsüber, wenn dieser am Rosenweg die Tür offen ist zum Friedhof. Ich bin meistens tagsüber nicht zu Hause. Und jetzt im Sommer hat der Friedhof Gott sei Dank bis 7 Uhr offen. Also nicht so oft. Also da kann ich, gestern war sein Geburtstag, da war ich natürlich zweimal dort und das ganze Grab neu gemacht. Und da war ich am Abend noch mal. Aber sonst nicht so oft. Naja, Sie schauen nach vorne. Ich gehe schon, also ein, zweimal in der Woche bin ich auf jeden Fall am Grab. Sie schauen eher nach vorne. Was kommt denn jetzt noch? Das Hotel ist fertig, jetzt müssen Sie eigentlich das nächste Hotel angehen. Jetzt muss es laufen. Sollten Sie nicht noch ein Hotel angehen, Frau Göttler, so jugendlich frisch wie Sie sind? Nein. Man muss eines einmal wirklich, man kann nicht alles anfangen, man muss die Dinge zu Ende führen. Ja. Nur beginnen, das ist nichts. Also jetzt wird einmal dieses Hotel in Schuss gebracht? Das wird in Schuss gebracht. Und dann? Na, dann werden wir sehen, was sich noch ergibt. Ja. Darf ich noch eine Schlussfrage stellen? Sie sind ja auch eine politisch sehr engagierte Frau. Immer wieder in der Wirtschaft tätig, ein bisschen im Wirtschaftskammerbereich und so habe ich Sie immer wieder kennengelernt. Ja. Was halten Sie denn von der neuen Regierung? Die muss Ihnen ja gefallen, sowohl der junge Mann muss Ihnen gefallen, als auch die Regierung muss Ihnen gefallen. Ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich im Tourismus, bei den Tourismus-Koalitionsverhandlungen dabei sein durfte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das, was mir sehr wichtig war, nämlich die Mehrwertsteuer für den Tourismus wieder herunterzubekommen. Da haben Sie einen Riesenerfolg errungen. Und auch, dass zumindest im Regierungsprogramm das drinnen ist, was mir fast noch wichtiger ist, nämlich, dass die Abschreibungen einer wirklichen Abnutzungszeit entsprechen sollten, dass das auch im Programm ist, dass es umgesetzt wird. Denn Abschreibungsdauern von 40 Jahren für Badezimmer, für Spa, für Mitarbeiterhäuser 60 Jahre. Ja, was ist in 60 Jahren der Euro noch wert? Genau. Also das sind Geschenke, die man macht. Und das steht im Programm, dass das gemacht wird. Das heißt, mit der Regierung sind Sie zufrieden? Die Dinge, die mir wichtig waren, habe ich das Gefühl, dass sie umgesetzt werden. Und wie gefällt Ihnen der Herr Bundespräsident, weil wir in derselben Sendung sind? Der Herr Bundespräsident ist ein Tiroler, also nicht von der Abstammung, aber von seiner, ich würde mal sagen, und er macht die Sache gut. So, wie man sich einen grantelnden und milden Professor gleichzeitig vorstellt. Und Sie lieben jetzt die Tiroler? Als Dreitages-Tirolerin? Ich versuche dort als Tirolerin akzeptiert zu werden, was gar nicht so einfach ist. Ich habe den Tiroler Adlerorden vor vielen Jahren bekommen, den bekommen nur die Nicht-Tiroler. Also jetzt hoffe ich irgendwie als Tirolerin akzeptiert zu werden. Also wer die Elisabeth Gürtler besuchen will, das ist möglich im Hotel Astoria in Seefeld. Astoria Resort. Genau, und Sie werden sich über jeden Besucher im Astoria Resort sehr, sehr freuen. Absolut, nicht? Ich betreue auch drei Tage persönlich. Wird mit viel Liebe betreut, nehme ich an. Wird mit viel Liebe betreut. Aber auch im Sacher sieht man noch immer alle Ihre Spuren mit der wunderbaren Tochter. Und ich sage Dankeschön fürs Kommen. Wünsche alles Gute für die Lipizzaner, die ja in Kürze diese große Gala haben werden. Ich glaube, 30. Juni. Und die Fete Imperial. Und die Fete Imperial gibt es auch, die ist meistens Anfang Juni, nicht? Die ist am 29. Juni. Mit großer Überraschung. Ja. Und dann ist die Gala in Heldenberg. Die ist am Tag drauf. Am 30. Juni. Genau. Also das ist zusammengekommen. Genau. Dort ja mit unglaublich vielen Leuten. Diesmal mit den Fohlen und mit dem Mutterstutten aus Piber, die sie erstmal auftreten. Und mit Musik, Rondo Veneziano und all diese Genau. Dinge.
Genau. Liebe Frau Kürtler, danke fürs Kommen. Alles Gute für die nächsten jugendlichen Jahre. Das war die Queen nach dem Präsidenten. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt ein Junior, ein ganz, ganz junger, der in Elisabeth Gürtlers Fußstapfen treten will als erfolgreichster Unternehmer Österreichs. Aber er ist so jung, dass er eigentlich noch gar nicht allein ins Studio darf. Lassen Sie sich überraschen nach der Werbepause.